Hallo, liebe Freunde des Audigen Trail. Hier sind wir wieder bei unserer lustigen Truppe mitsamt drei Ochsen und sind hier in Alcove Springs angelangt. Und da haben wir die Gelegenheit auszuruhen, uns ein bisschen die Füße zu waschen und so ein bisschen Erholung zu finden, bevor es dann in den nächsten harten Strapazen weitergeht. So, wir wollen hier, wir haben hier ein bisschen geredet in der letzten Folge und wollen mal gucken, was wir hier handeln können vielleicht. Wir können Fisch verkaufen und Vorräte haben. Okay, was wollen die für Vorräte? Oh, der bietet Radfett. Oh, fuck, da haben wir nichts für. Schade. Radfett ist kostbar, dann kann man sich die ganzen Reparatursachen sparen, wenn man das hat. Bietet 3 Medizin für was? Kugeln oder Köder? Die bietet 3 Kleidung für Köder oder Mehl. Ja, gut. Fallen brauche ich nicht. Muss ich mir überlegen. So, wir können hier Fisch verkaufen. Hier draußen sind wir immer auf der Suche nach frischem Fisch. Ja, so mitten in der Wüste, ne? Immer mal Lust auf den Fisch reinzubeißen. Ich arbeite für die lokalen Pelzhandelsgesellschaften. Ich nehme dir gerne alles ab, wenn du dem Preis zustimmst. Fisch für Pelze? Der Fischhändler bietet $1 pro Fisch. 95, ne, wir haben ja ein bisschen weniger. Wir haben schon ein paar Fische gegessen. Wir könnten 71 verkaufen. Ja, $71 sind ja auch nicht gerade viel. Wir können versuchen zu feilschen. Vielleicht kriegen wir ein bisschen einen besseren Preis. Carina hat sich ja da bewährt. Jane war letzte Mal auch nicht schlecht. Nehmen wir mal Carina. Juhu! Hat geklappt. Ja, das scheint fair zu sein. Nach einer kurzen Diskussion einigen sich die beiden. So, was haben wir jetzt? Sie kriegen jetzt $2 pro Fisch. Heidi, oh. Danke, Carina. Das hat uns ja jetzt. Das bringt uns richtig Kohle. Aber haben wir noch genug zu essen? Das müssen wir natürlich auch bedenken. Dann verkaufe ich 50 Fische und behalte noch ein bisschen als Nahrungsreserve. Es war mein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. $100 eingenommen. So. Dann heißt es, wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld. Ja. Brauchen wir Kleidung? Die sind ein bisschen schmuddelig, aber dafür jetzt Kleidung zu verwenden. So, dann sind wir auf einem guten Weg nach Fort Kearney, unserer ersten großen Zwischenstation. Wir haben 9 Kleidung. Ja. Da würde ich erstmal gucken, ob wir, wenn wir ausruhen, ob wir da unsere Werte hier ein bisschen wiederkriegen. Wir ruhen aus. So, verlieren 13 Stunden. Der Wagenkasten wird in einen möglichst bequemen Schlafraum verwandelt und die Gruppe macht es sich für die Nacht gemütlich. Oh, hat eine Auszeichnung bekommen. Big Blue River. Farbnahrung, Errungenschaft. Okay. So, wir haben Ausdauer plus 1 wieder. Okay. Das heißt, schmuddelig sind wir immer noch. Warte mal. Dann würde ich hier die benutzen und die Schmuddelkinder hier mal ein bisschen. Na komm. Die machen wir wieder ein bisschen fein. Noch 9 Fische. Mal gucken, was der Handel so bietet. Ist gleich geblieben. Dann gucken wir mal. Dann kaufen wir ihr nochmal neue Kleidung. Und dann können wir das wieder ein bisschen auffüllen. Mal sehen, ob wir falschen können. Sollen wir Jane einsetzen? Mal zur Abwechslung. Die skillen ja dann, je öfter man das benutzt, auch hoch. Dann kriegt sie vielleicht nochmal einen besseren Punkt. Wohl Carina wäre natürlich die sichere Sache, oder? Dann machen wir mal Carina. Juhu! Hat funktioniert! Sie ist ein Verhandlungstalent. Ja, das scheint fair zu sein. Jetzt brauchen wir nur 22 Köder. Oder eine Medizin. Ja. Machen wir 22 Köder. Komm. Wir haben genug. 25 plus 3 haben wir dann noch.
Zur Not kann man die auch wegschmeißen. Das bringt auf jeden Fall nochmal was. So, sehr schön. Ach ja. Das bringt jetzt nichts. So, wunderbar. Dann können wir jetzt abfahren. Ja, wir haben es geschafft. Macht's gut, Leute. Echt hübsch. So. Fort Kearney. So, hier können wir Heilmittel sammeln. Aber wo soll ich die finden? Und vermeide die Ruhe. Oh. 176 Meilen. Fort Kearney, das erste Fort auf dem Pfad, bietet eine sichere Erholung, Dienstleistung und die Möglichkeit, Vorräte wieder aufzufüllen. Außerdem kann man einen Charakter dort, alle Statistiken wiederherstellen, plus 6. Die haben ja nur 6, das heißt, ein Charakter kann alles, kann dann komplett repariert werden. Okay, wir sollen die Ruhe vermeiden. Das heißt, wir können krank werden jetzt auf dem Weg. Ist auch nicht gerade wenig, 176 Meilen. Okay. Oh. Okay, das ist jetzt echt ein größerer Weg. Warte mal, könnten wir jetzt dieses Ding da einsetzen? Wo ist denn diese Karte jetzt hin? Hat die sich jetzt automatisch benutzt oder wie? Ging das? Hat er doch diese Karte. Okay. Dann sehen wir jetzt diese Sachen hier wahrscheinlich, oder? Cool. Okay. Ja, sammeln. Gut. Wenn wir da pflanzliche Heilmittel finden, dann hätten wir das vielleicht schon mal. Was ist das hier lustiges? Feier. Ja. Hier kann man fischen, da kann man auch fischen. Hier weiß man nicht. Dann würde ich das mit dem Sammeln machen. Wenn wir dafür $46 kriegen können. Wahrscheinlich ist genau diese Entscheidung die einfachste, die alle nehmen. Und gerade da werden wir krank, werden erschossen, uns fällt einer auf den Kopf. Ein Tornado nimmt den Wagen weg, was weiß ich. Klinge ich pessimistisch? Ich weiß nicht. Oh. Zahlreiche Höhlen prägen. Nein. Oh, shit. Zu spät. Präriehunde. Die graben natürlich Löcher und die kann man reinfallen. Zu spät. Ich wette, ihr trefft nicht einmal einen. Jane fordert die Gruppe zu einem Schießwettbewerb heraus. Was? Die Präriehunde scheinen nichts zu bemerken. Ich war gerade in Panik, dass unser Wagen jetzt in so ein Präriehundloch fährt und kaputt geht. Und die will jetzt auf Präriehunde schießen? Das ist eine Missionarin. Was? Ja. Okay, machen wir mal. Vielleicht. Die können ja alle nix. Oh. Ja, das wissen wir natürlich noch nicht. Die können jetzt alle die voll die Nieten sein oder die super Scharfschützen. Fangen wir mal mit Julius an. Mal sehen, ob er als Landwirt gut auf Präriehunde schießen kann. Ja. Trotz aller Bemühungen von Julius sind die Präriehunde einfach zu schnell. Sie ziehen sich beim ersten Klacken des Gewehrs in ihre Löcher zurück. Jetzt wissen wir zumindest, was er für einen Skillpunkt hat. 2. Dafür ist das Ganze gut gewesen. Ach, ich wusste es. Ja, toll, danke. Ah. Großartig. Jetzt regnet es auch. Oh. Oh, hier sind Tierchen. Kojoten. Ein Wolkenbruch lässt Regen auf dem Weg peitschen. Wasser sammelt sich in unzähligen Wagenspuren und wandelt den Boden in Schlamm. Oh nein. Oh. Moment, warte, warte, warte. Wir haben noch einmal Wagenfett. Soll ich das jetzt schon benutzen? Dafür ist es sehr wertvoll. Das kriegt man so selten. Ja, riskieren wir es mal. Auf dem angesammelten Schlamm rutschen die Ochsen aus und der Wagen bleibt stecken, was die Gruppe zu einem Halt zwingt. Der Versuch, den Weg bei rutschigem Boden fortzusetzen, könnte sich als gefährlich erweisen. Alternativ könnten die Gruppe ein Lager aufschlagen und auf besseres Wetter warten. Dann warten wir. Lieber auf Nummer sicher gehen. Auch wenn die Zeit drängt. 18 Stunden von... Ach du grüne Neune.
Die Gruppe erwacht durchnässt und durchgefroren, um festzustellen, dass es weiterhin schüttet. Was soll geschehen? Oh. Hygiene, Mehl weg, Fische weg, 18 Stunden verloren. Okay, wir warten nochmal. Es kann ja nicht ewig regnen. Einen Tag verloren, 12 Mehl und alle sind schmuddelig. Die Gruppe erwacht durchnässt und durchfroren. Es war leichter, dass sich der Regen verzogen hat. Das Lager wird abgebaut und der Schlamm von den Rädern des Wagens entfernt, bevor die Reise weitergeht. Und so hindert uns das Spiel daran, schneller weiterzukommen. Und alle müffeln. Okay, vielleicht können wir ja irgendwann nochmal ein Lager aufschlagen. Okay, das Green Patty sieht ja schon übel aus. Oh, Moment. Ganz genau. Wir haben da so einen kleinen Hinweis bekommen, dass wir die Ruhe vermeiden müssen. Nicht, dass Patty jetzt krank wird, weil die Hygiene bei ihr nicht stimmt. Falsch rum. Benutzen. Bei Patty. So. Die ist ja eh so ein bisschen anfällig, weil sie chaotisch ist. Oh. Besser so. Hier ist ein Baum. Oh, da ist wieder so ein Skunk, die Coronado-Glattechse. Ich dachte, das wäre ein Skunk. Meine Brille war schmutzig. Ein kleines Angelloch ist in Sicht. Es ist auf keiner Landkarte oder Reiseführer verzeichnet, also wird es darin sicher von Fischen wimmeln. Das wäre eine gute Gelegenheit, ein paar frische Fische zu fangen, um die Vorräte des Wagens aufzustocken. Die Gruppe hat 28 Köder. Wir können Köder anfertigen? Wie geht denn das? Mit ein wenig Zeit kann die Gruppe ein paar Köder aus geeigneten Lebensmitteln herstellen, die die Gruppe auf Lager hatte. Wir könnten aber gar keine herstellen, weil wir dafür nicht die Nahrung haben. Scheiße. Oh. Ja, ich glaube, wir gehen angeln, weil wir brauchen auch dringend Nahrung. Also, wir haben ja jetzt Julius gehabt. Der hat sich ja schon mal ganz gut bewährt, eigentlich. Patty ist Abenteurerin. Vielleicht kann die das auch. Und dann wissen wir zumindest, was sie hier für einen Wert hat. Auch wenn das jetzt riskant ist. Auch 3. Ach, das macht ja gar keinen Unterschied. Okay, die hat sich jetzt ihre Fischerklamotten angezogen. Und weiter geht's. So, wo sind denn jetzt hier Fische? Hier ist eine Libelle. Hier sind gar keine. Okay. Ah, hier ist was, hier ist was. Fisch, was das Zeug hält! Patty, du schaffst es! Juhu! Eine Ölsardine. Nee, einen blauen Sonnenbarsch. Okay. Ich glaube, den hatten wir schon mal. Das ist Sonnen. Dingsbums. Flump. Ja. Juhu! Ein Frosch. Und. Oh, 2 gefangen. Wieder ein Gabelwels. Okay. Das war ein Doppelwurf sozusagen. Hier nichts mehr. Ah. Oh, hier. Juhu! Ein blauer Sonnenbarsch wieder. Tickt die Zeit gar nicht, sehe ich gerade. Das ist ja interessant. Haben wir gar kein Zeitlimit. Und kriegen wir beide Fische? Einen amerikanischen Zander! 40 Zoll, sehr groß. Oh, da ist wieder was. Komm ich da hin? Schmeiß die Angelmädel! Jawohl! Ja, ja. Ja, Patty ist gut. Einen Löffelstör. Was ist Planschen? Tagebucheintrag. Okay, Löffelstör. Die Löffel haben jetzt genug. Rosa Löffler, Löffelstöre. Ja, alle haben hier Besteck dabei, ist auch interessant. Und doch ein Gabelstör. So. Amerikanischer Schlammfisch gefangen. So, wir haben noch 22 Köder, dann würde ich noch 2 verbrauchen wollen. Blopp. Juhu! Aufgefangen. Ein Seestör. Oder habe ich Seestörungen? Okay, ein Seestör. Oh. Du hast die maximale Anzahl an Fischen gefangen, die du tragen kannst. Okay. 8 Fische, 120 Pfund. Sehr schön. Juhu. Und schon hat sich wieder umgezogen.
Da kommt sie stolz zurück von ihrem großen Angeltrip. Patty schafft es, 120 Pfund Fisch zu fangen und bringt alles zurück ins Lager. Das hat uns 7 Köder nur gekostet. Ich dachte, das wäre mehr gewesen. Eine Fischreuse haben wir verbraucht. Dank einer Falle im Wasser gelang es Patty außerdem weitere 20 Pfund zu fangen. Durch die Fischreuse haben wir einen Bonus. Okay, wir kriegen insgesamt 115 Fische, weil wir ja kein Messer haben. Ja. Okay. So, Moment. Dann will ich aber hier nochmal im Wagen gucken. Noch 2 Reusen. Okay. Also Essen haben wir jetzt erstmal genug. Und wir könnten die auch für, ja, wenn wir die für einen doppelten Preis verkaufen könnten, also für 2 Dollar pro Fisch, wäre das gar nicht schlecht. Dann hätten wir ja ein kleines Vermögen hier. Ich bin nur ein bisschen misstrauisch, weil wir sind bisher immer noch nicht krank geworden. Das ist verdächtig. Okay, wir haben ein bisschen Moral verloren. Wir haben noch 132 Meilen. Oh. Die Gruppe erspäht eine kleine Ansammlung von Sträuchern, die voll mit kleinen roten Beeren sind. Wenn sie eingesammelt werden, haben sie medizinische Eigenschaften, die sie sich als nützlich erweisen können. So, die ernten wir mal. Jetzt probieren wir mal Carina aus hier. Das sollten wir uns mal mit Jane. Aber das ist eine Herausforderung, für die wir Geld kriegen, ne? Wir können ja auch die Fische verkaufen. Wir probieren mal Jane, mal gucken, was sie für einen Wert hat. Dann wissen wir es wenigstens. Riskieren wir es halt. Oh, Jane schafft es, ein paar Beeren zu ernten, schädigt aber die meisten. Sie bringt ein paar zum Wagen zurück. Wir haben immerhin ein Heilmittel gesammelt. Okay. Ja. 0 von 3 Zweigen pflanzlicher Heilmittel gesammelt. Hm. Eins haben wir doch. Zählt das nicht? Na gut. Achso, wir müssen jetzt den nächsten Reiseort finden. Das ist nochmal eine Feier. Hier gibt es nochmal Fisch. Hm. Dann würde ich mal gucken, was das mit dieser Feier auf sich hat. Nur aus Neugier, auch wenn uns das vielleicht... Ja, aber es sind trotzdem ein, zwei, immer zwei Wege. Das wird uns wahrscheinlich nicht mehr Zeit kosten als sonst auch. Dann machen wir das. Fahren wir hier hin. So, noch 125 Meilen. Die Zeit vergeht. Der Nachmittag naht. Der Abend. Noch. Oh, shit. Ich wollte gerade sagen, noch ist keiner verletzt. Und dann... Was ist das denn? Ein fürchterlicher Knall ertönt vom Wagen. Julius schreit vor Schmerz auf. Es scheint, dass einer unsachgemäß verstautes Gewehr losgegangen ist und Julius erwischt hat. Nee. Hä? Man lädt doch kein geladenes Gewehr auf. Wer macht das denn? Oh. Okay, wir können mit einem Medizin behandeln. Wir haben ja welche. Oh. Wer soll die Schusswunde versorgen? Oh. Wir wissen natürlich nicht. Sie ist charmant und optimistisch. Sie ist optimistisch. Und sie ist chaotisch. Wenn wir das die Missionarin machen lassen, also Jane. Sie hat auch noch voll Energie. Aber chaotisch könnte sein, dass sie es vielleicht in der Hektik vermasselt irgendwie. Und sie hat eigentlich gar keine Eigenschaften, die darauf hindeuten, dass sie gute Medizin wäre. Könnte sich dann nicht sogar zu fein dafür ist irgendwie. Ich Bankerin. Oh, das könnte natürlich jetzt komplett auch in die Hose gehen, wenn Jane jetzt gar nichts drauf hat. Oder, naja, was sollen wir machen? Wir müssen einen auswählen, wir wissen es nicht. Ist raten, wir nehmen Jane. Oh Gott. Zumindest kann sie für ihn beten.
Heilkunde plus 3 hat sie. Die Kugel geht direkt durch das Bein von Julius. Jane versorgt den Verletzten mit Medikamenten und verbindet die Wunde mit einem festen Verband. Leider können die Bandagen kaum den Blutverlust eindämmen. Julius wird mehr medizinische Versorgung benötigen oder vielleicht ein Wunder. Oh. Ach du Scheiße. Julius hat eine Schusswunde. Maximale Gesundheit minus 2? Ach du grüne Neune. Oh Gott, okay. Die Gruppe wird von einem zerzaust aussehenden Paar am Wegesrand herbeigerufen. Ein junges Mädchen guckt nervös hinter den beiden hervor. Was ist ein Paar denn? Ach hier, ich habe den gar nicht gesehen. Hier ist eine Frau und ein Mann und hier ist ein kleines Mädchen. Jane. Dank dem Himmel, andere Reisende. Ihr seid die Ersten, die wir seit einiger Zeit gesehen haben. In der Tat, ein erfreulicher Anblick. Ja, die eine müffelt, der andere ist halb tot. Ja. Fragen, was geschehen ist. Es ist keine schöne Geschichte, um ehrlich zu sein. Unser Wagen ist kaputt gegangen. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Mein Mann hat sein Bestes gegeben, aber er hat einen gebrochenen Arm und ohne Ersatzteile sitzen wir fest. Oh, nein. Und unser Landwirt, der vielleicht den reparieren könnte, ist angeschossen. Oh. Ja, vielen Dank. Wir haben überlegt, den Wagen stehen zu lassen, aber wir sind nur zu dritt. Ich, mein Mann und Mary. Mit dem, was uns noch geblieben ist, würden wir diese Reise nicht überleben. Okay, jetzt müssen wir uns anbieten. Wir könnten es vielleicht schaffen, wenn wir mehr Vorräte hätten. Deshalb war ich so froh, euch zu sehen. Bitte, ich flehe euch an, uns zu helfen. Shit. Ja klar, ich helfe denen natürlich gerne. Sie sind ja keine Egoisten und eine ganze Familie mit einem Kind lassen natürlich nicht in Stich. Das würde auch unsere Missionarin wahrscheinlich gar nicht schön finden. Aber wer soll denn das reparieren? Kann ich beides machen? Meine Vorräte wären jetzt nicht das Problem. Sollen wir auch nochmal angeln können? Wir könnten aber, naja, wir können es versuchen. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Danke, Fremde. Wir hätten das allein nicht geschafft. Sag das hinterher. Was machen wir jetzt? Wer soll das? Komm, wir nehmen mal Patty, die ist Abenteurerin. Vielleicht kriegt die das hin. Einmal mal gucken. Die kann alles. So, Patty inspiziert den Wagen mit ihrem ungeschulten Auge. Unglücklicherweise reicht ihr geringe Kenntnis über Wagen nicht, um das Problem zu identifizieren. Das Problem liegt nicht nur an einem defekten Teil. Okay, aber jetzt Wert von 2. Das wissen wir jetzt zumindest. Bringt uns jetzt aber auch nichts. Es tut mir leid, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es reparieren kann. Es ist möglich, dass der Wagen nicht mehr zu reparieren ist. Danke fürs Versuchen. Wir hatten uns schon darauf vorbereitet, den Wagen aufzugeben und die Überfahrt ohne ihn zu versuchen, aber mit einem kleinen Kind. Wir bieten ihn natürlich Vorräte an. Die Familie scheint sich Sorgen zu machen, dass sie es mit ihrem verbliebenen Vorrat nicht bis zur nächsten Siedlung schafft. Wir geben ihnen 100 Nahrung. Scheiß drauf. Wir können noch mal angeln. Die nicht. 100 Mehl. Okay. Du gibst uns so viel? Danke. Vielen Dank. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass du mir und meine Familie das Leben gerettet hast. Wir hatten unsere Reise schon für verloren gehalten. Wir sind euch und eurer Großzügigkeit zu Dank verpflichtet. Gütige Reisende, ich kann mir vorstellen, dass ihr die Reise nun fortsetzen wollt, aber ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich bete, dass wir den Gefallen erwidern können, wenn wir dazu in der Lage sind. Ah, das heißt, sie werden wir nochmal wiedersehen auf der Reise wahrscheinlich und vielleicht kriegen wir irgendwann eine Belohnung. Irgendwann, siehst du, dann, wenn man einmal gut ist, rächt sich das vielleicht und wir kriegen dafür eben später eine Belohnung. Warum nicht? Machen wir noch. Dankeschön. Neue Aufgabe begonnen. Ein zerbrechliches Denkmal. So, Moment. Jetzt will ich mir aber erstmal Julius angucken. Was ist hier jetzt? Nächste Mission. Wir trafen auf eine Familie. In Schwierigkeiten gaben ihnen einige Vorräte. Wir hoffen, dass es ihnen gut geht. Ah, das sind 3 Sachen. Also zweimal werden wir die noch treffen dann wahrscheinlich. Okay. Aha. So. Unser Wagen ist kaputt. Was ist denn der kaputt? Was ist mit dem Ochsen?
ein Ochse ist müde anscheinend. Oh shit. Und wir haben hier eine Beschädigung. Das heißt, dieses Feld kann man nicht mehr benutzen. Würde jetzt was da drauf sein, kann es sein, dass das dann runterfällt. Na gut, wir haben einen Werkzeugkasten. Sollen wir den jetzt schon benutzen? Ja, wir brauchen das Feld. Moment. Jetzt habe ich irgendwie ein Problem hier. Nochmal, sorry. So, reparieren. Das können wir auch mal hier hin tun. Okay. Wie sieht es jetzt mit unseren Leuten aus? Er hat eine Schusswunde. Oh. Er hat jetzt hier 2 Punkte verloren. Die sind weg, für immer. Er hat jetzt nur 4 Lebenspunkte. So, er hat die Einstellung von ihm. Die ist Punkt 1. Okay. Uff. Wegfindung ist 0. Schießen ist auch nicht besonders gut. Angeln kann er. Vielleicht sollte ich noch einfach am Wegesrand liegen lassen. Ich weiß es nicht. Okay. Carina hat sich zumindest bewährt beim Verhandeln. Hat eine Wegfindung von 2. Den Rest kennen wir jetzt so nicht. Jane wissen wir zumindest mit der Heilkunde auf 3. Das ist ja zumindest schon mal einiges. So mittelscharfsinnig. Und hat eine Wegfindung von 2. Und Patty hat auch eine Wegfindung von 2. Ist in Schreinerei 2. Hat die Einstellung von 3. Ja, pessimistisch, optimistisch. So im Mittel. Den Rest wissen wir nicht. Er ist bei 1. Also er ist eher pessimistisch anscheinend. Und hat diese dämische Schusswunde. Wir könnten die mit Heilmittel behandeln. Oh, das ist aber bis Fort Kenny noch weit. Dann könnten wir ihn komplett heilen. Passiert, wenn ich das einmal auf ihn anwende? Aber es bringt ja gar nichts, oder? Bringt das irgendwas? Moment. Die Verletzungsdauer ist minus 6%. Das ist ja auch nicht viel. Das heißt, die Zeit, wo er krank ist, die jetzt 10 Tage beträgt, würde sich um 6% verringern. Das ist ja nun nicht viel. Dann bringen uns die Kräuter gar nichts. Hygiene geht noch bis auf Jane. Moral geht auch noch. Ja. Was ist denn hier los? Wartet, bitte! Die Peoria-Gruppe. Es ist schon vorbei. Kaum haben wir alle Cold Springs verlassen, sind wir schon auseinandergefallen. Thomas J. Farnham, die Peoria-Gruppe. Okay. Die Peoria-Gruppe, okay. Ich glaube, die gab's wirklich. So diese Oregon-Dragoner. Bitte, du musst mir helfen, uns wieder zu vereinen. Keiner von uns schafft es alleine nach Oregon. Wer bist du? Ich bin Thomas J. Farnham, aber kollektiv kennt man uns als Peoria-Gruppe. Peoria ist irgendwie so eine Stadt. Wir sind aus Peoria, ach, da steht's auch, aufgebrochen mit der Absicht, uns einen Weg direkt nach Oregon zu bahnen. Ja, die Story kenne ich. Wir organisierten uns, wie es das Militär tun würde, streng, gewissenhaft und diszipliniert. Auf diese Weise nahmen wir den Namen Oregon Dragone an. Also die haben sich privat diese Uniform gekauft und sind keine offiziellen Soldaten. Und ich führte die Truppe. Die Dinge liefen gut, eine Zeit lang, eine kurze Zeit. Wie du siehst, sind wir nicht einmal in der Nähe von Oregon und wir haben uns bereits getrennt. Die Spannungen waren einfach unüberwindbar. Das ist eine Gruppentruppe. Selbst als Gruppe hatten wir zu kämpfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von uns alleine lange überleben wird. Was sollen wir jetzt machen? Bitte, du musst uns helfen, uns wieder zu vereinen. Keiner von uns schafft es alleine nach Oregon. Okay. Also
soviel ich weiß, ist Thomas J. Farnham 1848 gestorben. Also sehen wir hier seinen Geist sozusagen. Aber vielleicht wollte man ihn einfach hier so einbauen. Also den gab es wirklich. Der war, glaube ich, Politiker und Schriftsteller. Und ist 1848, glaube ich, schon mit 44 Jahren gestorben. Der wollte wirklich... Damals war Oregon, also der ist eigentlich 10 Jahre vorher hier aufgebrochen in Richtung Oregon. Nicht zu dieser Zeit, wo das Spiel hier ist. Und damals gehörte Oregon noch teilweise den Briten, ein Teil Kanada, ein Teil war irgendwie noch wild und wurde einfach von Siedlern beansprucht, wie sie gerade lustig waren. Und er wollte eine Gruppe gründen, so eine kleine ja, Privatarmee sozusagen, und dort die Engländer verdrängen. Letztendlich hat er nur 14 Leute unter seiner Fahne zusammengesammelt. Und auf der Fahne stand, glaube ich, nur Oregon sehen und sterben oder irgendwie sowas. Und die haben es aber nicht weit geschafft. Schon nach ein paar Wegkreuzungen, glaube ich, haben die sich komplett zerstritten über die Vorgehensweise, wer zu sagen hat, wie es weitergeht, und sind auseinandergefallen. Und er ist dann mit 5 Mann noch letztendlich an dem nächsten Fort angekommen. Und das war's dann. Aber der ist sehr weit rumgekommen. Ich glaube, der war sogar dann Botschafter auf Hawaii und was weiß ich alles. Und ich glaube, auch seine Frau ist sehr bekannt gewesen. Also seine Witwe dann, als er gestorben ist, ist er relativ jung gestorben. Die war dann noch bekannt als eine der ersten Feministinnen, also frühen Feministinnen. Die war Sklavereigegnerin und auch Schriftstellerin. Also sehr bekannte Leute, jedenfalls in den USA. Ja, wir helfen denen, wie auch immer. Der könnte uns mal helfen. Wir haben hier eine Schusswunde. Ja, vielen Dank. Du tätest gut daran, etwas Kleidung und Medizin mitzunehmen. Wenn einer der Jungs verletzt ist, braucht er vielleicht eine sofortige Behandlung. Ja, wir auch. Was will der? Du wirst meine Jungs an verschiedenen Orten auf dem Pfad verstreut finden. Ich werde mich auf dem Weg zu den Blauen Bergen machen. Bitte rettet auf dem Weg dorthin so viele Dragoner wie möglich. Was? Neue Aufgabe begonnen. Die Peoria-Gruppe. Was ist das? Wo ist das hier? Wir haben zugestimmt, dabei zu helfen, 9 vermisste Dragoner aufzusammeln, die über den Pfad verstreut wurden. Aha, hä? Aha. 9. Moment, das verwirrt mich immer hier, wenn hier was steht und man sieht das nicht direkt. Ah, hier, seltene Fische. Ja. Ah. Das ist Planschen, fange an, Löffelstör. Okay, war eine Herausforderung. Chirurgischer Eingriff, fange einen Seestör. Der Seestör aus Felsenstör, bekannt, klar, wer weiß es nicht, galt einst als unerwünschter Fang. Ja, er wollte auch selber nie gefangen werden. Früher war es von den großen Seen bis zur Wasserscheide des Mississippi weit verbreitet. Doch als ein Rogen zu einer sehr begehrten Ware wurde, führte die Überfischung dazu, dass er in einem fast gesamten natürlichen Verbreitungsgebiet vom Aussterben bedroht ist. Stör. Ah, okay. Kaviar oder was? Diese verdammten Feinschmecker, ey. Okay, crazy. Aber wir haben da eben noch irgendwas gekriegt, oder? Eine Dragoner-Medaille. Eine kleine Medaille aus Metall, die von einem der Dragoner halten kann. Es kann zum Handeln verwendet werden. Ist das wie Geld? Unser Ochse ist... Ach, stimmt. Der ist auch noch müde, ne? Wir haben auch nicht mehr so viel Essen. Aber gut, das müsste noch eine Weile reichen. Wir haben noch 7 Klamotten. Und 2 Medizin. Wir sind immer auch selber angeschlagen. Na, Moral geht so langsam nach unten. Das sollte ein bisschen langsamer gehen. Das kostet uns allerdings einen Tag. Oder wir erhöhen die Rationen. Na, besser. Oder wir lassen es. Ich weiß nicht. Wir könnten jetzt was langsamer gehen. Wir haben einen müden Ochsen, ja, ja. Dann versuchen wir es mal. Der sieht auch müde aus, tatsächlich. Habe ich noch gar nicht so gesehen. Man sieht das denn immer auch an. Oh, was jetzt? Oh, ich habe Büffel gesichtet. Jetzt könnt ihr euch küssen. Was ist denn hier los? Hochzeit? Juhu! Hurra! Ja!
Die Gruppe trifft unerwartet auf eine Hochzeit auf dem Stegreif, auf dem Pfad. Die Menge jubelt und feiert die Liebe des jungen Paares. Die Gruppe kann mitfeiern oder einfach für sich bleiben. Ah. Wäre vielleicht für die Moral nicht schlecht, oder? Wir feiern mit. Mal gucken, was dann passiert. 7 Stunden verloren. Lagerfeier. Oh. Die Gruppe feiert mit den anderen bis spät in die Nacht, wobei jede Gruppe die Gesellschaft der anderen genießt. Alle kriegen eine Moral. Na schön, das hat sich dann auch gelohnt. Dafür sind jetzt alle dreckig. Aha. Wir haben Hygiene, okay. Ein Ochse hat sich erholt. Ah, das war gut. Gruppenhygiene hat sich dafür verschlechtert. Klar, unsere Missionarinnen wimmeln langsam die Fliegen rum. Wir haben 10 Stunden verloren, okay. 12 Fische. Julius' Schusswunde ist jetzt einen Tag weniger akut. Und wir haben 30 Lebensmittel bekommen. Am Morgen haben sich die Feiern verstreut und die Gruppe alleine auf dem Weg gelassen. Die andere Gruppe hat auch eine kleine Kiste mit Lebensmitteln zurückgelassen, um sich für die Gesellschaft von der Gruppe zu bedanken. Oh, danke. Gut. Also der Ochse hat sich erholt. Sehr schön, sehr schön. Dann können wir jetzt wieder den strammen Weg gehen. Wir gehen dann hier zu den Fischen. Würde ich mal sagen. Vermeide die Ruhe. Wie sieht es denn aus hygienisch? Oh, bei ihr ist schon... okay. Dann müssen wir wohl was tun. Mit so einem Schmuddelkind hier. Ja, leider kann man sich an diesen Flussläufen und so nie so richtig waschen, sondern muss immer das hier machen mit den Kleidern. Also die waschen sich nicht, die wechseln einfach die kompletten Klamotten. Dann ist wieder alles gut. Gut, dann gehen wir hier fischen, würde ich mal sagen. Hier hinreisen. So, Fort Kearney, noch 80 Meilen. Wenn ob hier irgendwie so ein Storch vorbeifliegt. Können wir mal Mohrenschießen machen hier. Der Winter naht. Oh, was jetzt? Das Hinterrad des Wagens verfängt sich in einer der unzähligen Spuren des Pfades. Es bleibt schnell stecken und lässt sich nicht mehr bewegen. Oh, nein. Oh. Jetzt alle zusammen. Wie es aussieht, wird das Anschieben des Wagens die Gruppe überanstrengen oder noch schlimmer. Man könnte ihn zuerst entladen und leichter machen, was sicherer wäre. Aber je mehr entladen wird, desto länger wird es dauern. Was soll die Gruppe machen? Ja, wir haben einen, der sehr geschwächt ist. Wir entladen alles. Chirurgischer Fall geschaltet. Das ist Planschen. Chirurgischer Eingriff. Fahrtnahrung. Okay. So, ohne Vorräte ziehen die Ochsen den viel leichteren Wagen frei. Wir haben jetzt nochmal 6 Fisch verloren, 18 Lebensmittel, 2 Tage. 2? Und Patty ist schon wieder dreckig. Die Ladung wird erneut aufgeladen und der Wagen setzt seine Reise nach Fort Kearney fort, wenn alle schmutzig sind. Oh, ein Fuchs, oder was? Ein Fuchs wurde gesichtet, jawohl. Oh, hier ist ja noch einer. Was ist das, ein weißes Bison? Was? Wo? Wo? Hier. Ich habe gelesen, es bringt Glück, einen zu sehen. Ich kann es nicht anklicken, okay. Interessant, vielleicht haben wir jetzt ja Glück. Oh, da ist nochmal so ein Fuchsding. Fuchs wurde gesichtet. 44 Meilen. Das sieht gut aus. Es sieht gut aus. Fischeangelegenheit. Fischige Angelegenheit. In der Nähe gibt es jede Menge Fische. Ein idealer Ort, um alle Angel auszuwerfen und zu versuchen, etwas zu fangen. Die Gruppe hat noch 21 Köder. Wir können keine Köder anfertigen, ne? Weil... Ach, wir können. Ach. Die nehmen es nicht. Überschüssigen Fisch. Ach so, weil wir noch Fisch haben, können wir aus 5 Fischen sozusagen 10 Köder machen. Oh, dann machen wir das mal. Klicke auf den Köder. Tagebuch freigeschaltet. Okay, wunderbar. Dann können wir jetzt wieder angeln gehen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Sonst dauert das hier wieder viel zu lange. Und dann gucken wir mal, wie viel Fisch wir diesmal rausziehen. Und was mit Julius ist, ob der noch lebend in Fort Kearney ankommt. Ich hoffe es. Da bin ich mal gespannt, was uns da noch so erwartet, was uns das Programm noch alles für Probleme zwischen die Füße wirft. Und würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Bye bye und passt immer auf eure Gewehre auf. Yeehaw!